So, mit einer schönen Musik im Hintergrund begrüße ich euch zurück bei Gothic 3 Götterdämmerung. Einen Moment, Leute. Mal eben Rollo hochgemacht, damit ich was aus meiner Dunkelkammer rauskomme. Ja, was ein super Einstieg in das Video. Wir wollten auf jeden Fall nach Treles gehen. Ne, beziehungsweise wir wollten nach Gotha gehen. So ist es richtig. Übrigens jetzt eine kurze Aufnahme, 15 Minuten nur, bis 15:45. Alles klar, das war eine Notiz an mich selber. Ja, warum? Meine Mutter war gerade einkaufen und ich helfe da ein bisschen ausräumen. Weil wir meine soziale Ader zeigen. So, hier haben wir noch mal ein paar Schwerter. Das sind jetzt nicht die Welt wert, aber warum nicht einfach mitnehmen? Ah ja, stimmt. Jedes Mal, wenn wir hier vorbeikommen, töten wir einen Snapper. Darauf hatten wir uns geeinigt. Da erinnere ich mich noch dran. Ey, mit zwei haben wir jetzt nicht gedealt. Boah, ich will irgendein Insekt auf dem Bein sitzen. Auf jeden Fall juckt es da eklig. Spiel, hör auf zu hängen, wirklich jetzt. Das macht keinen Spaß. Kaum lobe ich die gut umgesetzte Story. Wenn ich das überhaupt so direkt gemacht habe, weiß ich gar nicht mehr. Jetzt treff den doch endlich, du behinderter Held. So, komm her. Naja. Wäre traurig, wenn wir es auch vielleicht nicht schaffen würden. Boah, das Wasser sieht richtig schön aus. Ah ne, wir gehen hier auf jeden Fall mal eben hin, wo die waren. Denn hier sind ordentlich viele Pflanzen. Steinwurzel. Heilpflanzen sind das Wichtigste für uns. Blutfliegen. Ich würde zu gerne wissen, wo der Teleportstein Atreides ist. Aber das werden wir wohl in näherer Zukunft nicht herausfinden, weil Atreides einfach zu riesig ist. In Gothic 3 hat sich das ja in Grenzen gehalten, aber jetzt ist Atreides ja wirklich eines der Machtmetropole hier in Myrtana. Vorher war das ja eher eine kleine Nebensächlichkeit. Apropos, macht es überhaupt Sinn, was wir hier machen? Wir gehen über Treles nach Montera und von Montera dann nach Gotha. Heißt jetzt die nächsten Videos ein bisschen rumgelaufe. Ich hoffe, das stört euch nicht. Feuernessel, sehr schön. Da vorne ist eine Mana-Flat, ein Wildschwein. Also. Nee, wir machen zu viel Schaden. Keine Frage. So ist das Spiel eindeutig zu einfach. Aber ich krieg bei dem Kampfsystem die Krätze. Ist gerade echt ein innerer Konflikt bei mir. Einerseits, so sind meine Nerven nicht ganz so kaputt. Was macht ihr denn da? Was ist das denn für eine Teeparty, wenn ich mal fragen darf? Ein kleines Vorlager, alles... Du hast noch zu tun, da bin ich mir sicher. Ich will die Pflanze gerne mitnehmen. Es ist so schwer zu verstehen. Geht doch. Ja, ein kleines Vorlager. Würde ich aber auch anlegen, wenn ich hier der gute Taurus wäre. So, was müssen wir jetzt überhaupt machen? Wir müssen mit Taurus darüber reden, die Angriffe auf Sylden zu beenden. Oder mit Gotha darüber... mit Gorn darüber reden. Ja, Sylden Unterstützung zu schicken. Beziehungsweise Sylden und Gelder ist ja betroffen. Sind die ja betroffen. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal nach Taurus, machen vorher einen Quicksave und gucken mal, wie das Ganze abläuft, wenn wir mit dem reden. Ich will mich noch nicht entschließen, für wen ich bin, um ehrlich zu sein, aber okay. Ich komme aus Sylden. Anok möchte, dass du die Ork-Angriffe auf die Karawanen beendest. Kann ich mir vorstellen, dass er das will. Aber meine Leute sind im Krieg und dafür brauchen wir Waffen und Erz. Anok kann sich bei deinem Kumpel Gorn bedanken. Der ist schuld an dieser ganzen Sache. Jetzt haben wir die Mission abgebrochen. Also ist das quasi die Aufgabe, für die wir uns entscheiden müssen zwischen Gorn und Taurus. Ja, ist natürlich jetzt die Sache. Gorn, Taurus, Taurus, Gorn, wen nehmen wir?
Ich würde sagen, wir reisen auf jeden Fall noch nach Gotha, bevor wir uns entscheiden. Ja, auf jeden Fall. So blindwegs jetzt mich für Torus entscheiden will ich auch nicht. Um ehrlich zu sein. Man weiß ja nie. Außerdem haben wir jetzt eigentlich schon gegen Torus gewirkt, indem wir den Magier zum Beispiel getötet haben. Ach, Spiel, geh mir doch nicht so auf die Nerven. Meine Güte. Provoziert wahnsinnig. Dieses ständige Gehänge. Schade halt nur, dass man hier nicht viel entdecken kann. Vielleicht ist der Stein ja auch irgendwo hier in so einem Haus drin. Das ist. Weil die draußen kämpfen immer noch gegen Wildschweine. Gut, wir gucken mal, ob wir in der Arena kämpfen können. Führen die Morras in eine neue Zukunft. Sie brauchen einen starken Herrscher. Wir Hallo. sind die Hand, die Ich bin sie auf einer füttert. wichtigen Mission und Die brauche Informationen. Faust, die sie schlägt. Schläger dürfen hier nicht Wenn vorbei. Ihr gegen Wer einen sagt das? Morra kämpft, Ich. lasst Und ich andere bin der zusehen. Arena-Champion von Die Dreves. feigen Morras Tritt gegen verstecken mich sich an, in dann den lasse ich dich Wäldern. auch dort. Sollen sie Na gut, rauskommen und dann kämpfen. bereite dich schon mal darauf vor, Wir gleich Dreck werden zu fressen. Sehen, die sich Du nimmst das zeigen, Maul einen ganz schön voll. ehrenvollen Kampf. Mal sehen, ob du Die das auch Morras nach in den dem Kampf Wäldern noch kämpfen machst. feige Da bin ich mir sicher. Aber Sie haben nicht so keine schnell. Ehre. Ich Zeigt trete den nicht Morras, gegen was jeden Ehre ist. dahergelaufenen Deppen an. Erst musst du dich beweisen. Sag dem Arenameister, dass du gegen mich kämpfen willst. Er wird dir dann erklären, wie die Sache läuft. Ach, das ist gar nicht der Arenameister. Ich dachte, der wäre der. Naja, okay, interessant. Hinten kloppen sich immer noch die Orks. So. Dann bist du es, oder? Ja. Ich möchte gegen einen deiner Leute kämpfen. Was? Bist du dir da sicher? Oder bist du gerade gegen eine Orkfaust gerannt und bist etwas verwirrt? Ich bin mir sicher. Also, das sind die Regeln. Meine Leute sind echt gut. Bist du wirklich sicher, dass du gegen sie antreten willst? Hör zu, wenn du mir nicht sofort einen Kampf gibst, macht deine Fresse gleich Bekanntschaft mit meiner Faust. Okay, schon gut. Als erstes musst du gegen Haman antreten. Wenn du ihn besiegst, kannst du gegen Louis kämpfen. Hast du auch ihn geschlagen, darfst du gegen Druth antreten. Dann zeig mal, was du drauf hast. Wenn ein Morra Ärger macht, Besiege Hamon. schlag ich ihn nieder und vergiss Alles nicht, klar. ihn auszuplündern. Macht ein Morra groß. Warum fällt immer mal direkt um? Wie nervig. Aber okay, Level up. Wir können jetzt das andere Schwert benutzen. Allerdings werde ich nicht für das Schwert das eine schnell den ganzen Weg nochmal laufen. Ich denke mal, wir werden auch in Gotha jemanden finden, der uns etwas beibringen kann. Ich mache hier gleich vorbei. Wieso? Die Morras sind schwach. Wir müssen ihnen zeigen, was Stärke ist. Boah, das nervt mich extrem, dass sie die ganze Zeit am Reden ist. Du kannst jetzt gegen den nächsten Kämpfer antreten, worauf du dich verlassen kannst. Wenn ein Morra Ärger Besiege Levis, alles klar. Levis! Hey ho! Was ist denn los? Warum fallen die direkt um? Hä? Ich glaube, ich habe irgendeinen Cheat aktiviert, Leute. Unwissend. Nein. Wenn ein Morra Ärger macht, schlagt ihn nieder und vergesst nicht, ihn auszubilden. Du darfst jetzt gegen den Champion antreten. Bist du? Okay, du bist dir sicher. Hoffentlich macht er's kurz. Wenn ein Morra Ärger macht, Besiege schlagt Drudge. ihn nieder und vergesst Alles nicht, klar, der ihn finale auszubilden. Kampf in Treles. Macht ein Komm her. Morra großen Glaubst du wirklich, du Ärger, dann kannst mich besiegen? Ja, mit meinem Umwerfhack auf jeden Fall, ne? Oh. Nein! Ich habe zweimal gedrückt, weil ich nach dem ersten Mal dachte, die Taste hätte nicht reagiert. Ja, ich brauche eine neue Tastatur. Ich glaube, das habe ich schon öfters betont und gesagt. Und habe immer noch den alten Schinken hier stehen. Ich überlege gerade. Ah, wen schließen wir uns an? Für wen sind wir? Torus? Ja, wir müssen eigentlich, ich meine. Gemacht. Schlagt ihn nieder und Glaubst du vergesst wirklich, du nicht, ihn kannst mich auszuplündern. besiegen? Ich muss ehrlich sagen, moralisch betrachtet bin ich ja eher auf Gorns Seite. Aber die Sache ist die, hat Gorn jetzt wirklich den Mist hier angefangen? Da. Oh.
Hat Gorn den Kampf angefangen? Ist das die entscheidende Frage oder sind die... Ich weiß ja nicht, ich hab ja... Mann, das gibt's nicht. Der hatte nur so einen Hauch von Leben. Ich meine, prinzipiell zu sagen, wir sind gegen Torus, weil er mit den Orks verbündet ist, würde zwar den Sinn von Gothic 1 und 2 erfüllen, dass Orks einfach nur wilde Bestien sind, aber andererseits, Torus will ja eine Einheit zwischen Orks und Menschen. Das ist ja eigentlich das Beste, was es gibt. In diesem Sinne. Schwere Entscheidung. Ich denke mal drüber nach. Also aktuell tendiere ich eher zu Gorn. Und zwar aus dem ganz einfachen Grund, dass wir mit dem schon so viel erlebt haben. Was? Ich habe abgewehrt. Da war's wieder. Habt ihr das gesehen? Das finde ich so unfair in dem Kampfsystem. Dass die Schläge durch unsere Deckung durchgehen, aber die gegnerische Deckung ist undurchbrechbar. Also deshalb habe ich ja auch bei dem einen so rumgeflamed. Im vierten Video war es, meine ich. Wir müssen jetzt beim 11. Video schon sein. Habe ich ja so rumgeflamed, weil das hat mich einfach extrem aufgeregt in dem Moment. Also nicht, ist es ja nicht schlimm, es mal zu verlieren, das ist ja kein Problem, aber... In dem Moment, da war wirklich Sense. Weil ich habe mich wirklich so tierisch aufgeregt. Ich hasse mich. Ich hasse es, wenn ich mich wegen unnötigen Dingen aufrege. Und ich meine, das Kampfsystem vorher war fairer als jetzt. Und das regt mich extrem auf. Wenn man sowas schon so extrem patcht, wie die es getan haben, dann hätte ich mir da eigentlich ein mindestens genauso faires Kampfsystem gewünscht und nicht sowas hier. Warum fällt der denn jetzt immer hin? Sehr schön. Ey, ich hab gewonnen, gib mir Heiltränke. Du lernst schnell, Mora. Das geht nicht. Wollte schon fast sagen. Ja, okay, das war's erstmal. Dann können wir jetzt die Waffe benutzen, oder? 220. Oh, okay. Habe ich mich vertan? Ach Gott. Ja, jetzt gibt's hier keinen Händler in dem Kaff Trevis. Hast du nicht gesagt, du wärst hier der Arena-Champion? Sieht eher so aus, als wärst du der Prügelknabe der Arena. Dann tötet ich werde mich. Mobb die doch nicht, lieber Held. Mobb die doch nicht. Ja gut, die haben auch noch Sklaven, ey. Also eigentlich sind die Orks die Bösen. Das muss ich schon festhalten. Eigentlich sind die Orks die Bösen, nach aktuellem Stand. Eigentlich sind die Orks die Bösen. Aber wie sieht's wirklich aus, ey? Das ist so eine schwere Entscheidung. Handel mit mir. Ach, geht doch. Der hat ordentlich viel Gold. So. Dann holen wir uns unten mal eben die 10 Stärkepunkte ab. Immer noch keine Rüstungen gesehen, also keine richtigen Rüstungen. Ich weiß, das sind alles Rüstungen. Blabliblablo. Stehst denn du hier vor? Wer bist du denn? Söldner. Ja. Der hat ja auch eine private Wache verdient, schon klar. Ich habe gerade irgendwas gesagt. Ja genau, noch keine richtige Rüstung gesehen. So. 220 Stärke. Das heißt, wir können jetzt das Schwert hier benutzen. Ausdienst Schwert. Das sieht ziemlich cool aus. Oder? Also ich denke mal, damit haben wir jetzt erstmal schon eine ordentliche Waffe. Eine Ripper. Ich stelle die Schwierigkeit jetzt mal auf Mittel und werden... Ach Quatsch, was mache ich denn? So. Schwierigkeitsgrad auf Mittel. Und jetzt gucken wir uns mal den Schaden an, den wir machen. Gut gemacht. Lernen ist einfach nicht.
müsste die eigentlich enorm sein. Er hat jetzt nicht mehr so viel Leben. Daher können wir das jetzt nicht als Wertung nehmen. Ich schleich nicht rum. Ich habe nur das Wildschwein ausgenommen, wenn ich bitten darf. Sind wir überhaupt richtig? Sind wir. Oh, der Tempel. Wo? Wow. Okay. Also mit Schild ist auf jeden Fall schlauer. Gut, ich denke mal, wir haben ein ordentliches Schwert. Dann werden wir jetzt erstmal die Stärke-Fähigkeit in den Hintergrund stellen. Da oben ist immer noch der Tempel aus Gothic 3. Cool, dass der noch da ist. Ist hier oben irgendwas Besonderes? Er ist eingestürzt. Ja, so kann man es auch machen. Oder? Nee, ist er gar nicht. Er lebt immer noch, der Tempel. Darf man hier reingehen? Halt! Keinen Schritt weiter! Ihr mich auch. Warum darf man dann nicht mehr reingehen? Das ist aber heftig. Hier haben wir eine Truhe. Warum genau die Tempel da sind und was für einen Zweck die haben, werde ich jetzt nicht... Ach, Spiel. Spiel. Werde ich jetzt nicht näher Spiel betonen, denn wir haben in Gothic 3 genug mit diesen Tempeln zu tun gehabt. Könnt ihr euch gerne das Let's Play angucken. So. Das sieht auf jeden Fall ganz schön schick aus. Und ich liebe meine neue Grafikkarte. Habe ich das schon mal gesagt? Ich glaube nicht. Das Schwert ist auch ganz schick. Ja. Ja. Muss ich wirklich sagen, das Schwert ist ganz schön schick. Abgesehen davon, dass die Grafik natürlich schick ist, dass man hier eine verdammt coole Aussicht hat. Aber okay, Leute, es geht jetzt auf Richtung Montera. Genug von der Grafik geredet. Jetzt bin ich doch wieder Grafik verwöhnt. In Gothic 2 noch. In Gothic 2. In Harry Potter noch damit angegeben, dass ich nicht Grafik verrückt bin. Und jetzt. Doch alles für die Katz gewesen. Die Blutfliegen töten wir noch. Nehmen uns doch noch die Heilpflanzen mit. Und dann erstmal ein kleiner Schnitt. Ah nein, wir sind vergiftet. Ah. Super. Was geht denn hier ab? Krass. Okay, wir können jetzt den Schwierigkeitsgrad so lassen, denke ich mal. Ein Wolf mit zwei Schlägen zu töten, ist schon cool. Nein! Von einer Blutfliege gefinisht. Ist das gerade wirklich passiert? Da passt gerade die traurige Musik. Ich sollte mich wirklich schämen. Ohne Worte, Leute. Aber okay, ich muss sagen, Gothic 3 Götterdämmerung macht gerade wirklich Spaß. Ach, ernsthaft? Alles nochmal. Ja, erstmal legen wir jetzt wieder das Schwert dahin. So. Ich denke mal, wir haben da wirklich eine gute Waffe gefunden. Aber okay, Leute. An dieser Stelle ein Schnitt. Wir müssen nämlich im nächsten Video dann das gleiche nochmal machen. Und ich sage danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns hier das nächste Mal wieder. Macht's gut. Bis dann.